Leute, ich bin jetzt am Mondsee. Ich habe schon losgestellt, darum bin ich schon aus der Puste. Ich gehe heute am Schafberg rauf. Jetzt schaffe ich es endlich einmal über einen Himmelspfortensteig. Und es zieht da gleich voll steil rauf. Sieht man da. Aber ich habe das geklickt, wir sollen halt bis 32 Grad kriegen. Und der Weg fängt im Schatten an, das ist schon mal gut. Oben wird es mir jetzt aber dann eh, da werde ich einen Sonnenstich kriegen. Aber schauen wir mal, vielleicht bläst hier oben ein Wind. Ja. Und jetzt schlage ich mich da mal rauf. Zum ersten Abschnitt. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir die Tour jetzt gar nicht so genau angeschaut, weil ich mir dachte, da geht einfach drauf los. Ja. Und es zieht weiter. Steil bergauf. Ja, und für so Attraktionen wie den Wasserfall muss man halt ein bisschen abseits des Weges gehen. Ja, für so Abstecher muss man sich einfach Zeit nehmen.
jetzt fängt der Massentourismus an. Ja, es ist jetzt genau eins. Haben wir gerade einen Proteinriegel rein. Und jetzt auf der Spinne rein. Schaut auch schon ein bisschen mitgekommen aus. Super Glas, die hat man hinten im Schaftwerk. Aber das steht schon geil da, der Berg. Ja, jetzt gerade im Moment bin ich da allein. Aber es ist da voller Durchzugsverkehr. Also auch nichts, wo man unbedingt Ruhe genießen kann. Ist natürlich unweit nur vom Gipfel, da gehen die Leute natürlich dann um. Was auch nicht schwierig ist zum Gehen. Deswegen werde ich jetzt meinen Grill noch fertig essen. Ja, vielleicht zu den Höhenmeter. Es sind jetzt bis daher ein bisschen über 1200 Höhenmeter. Ja, also knapp bei 3 Stunden habe ich gebraucht. Das geht eigentlich ein paar Mal, habe ich vergessen zum Stoppen. Mit Stoppen war ich wieder herum. Herum da mit der Technik. Ja, da kommen okay. Und jetzt möchte ich noch auf den Törlspitz auch noch. Ich hoffe, den finde ich, weil der ist ja nicht, glaube ich, ganz so austreten. Mal schauen. Sehen wir uns dann von drüben.
Ich sehe den Dörlspitzer. Der ist jetzt genau geradeaus. Ich muss jetzt nur leider wieder einiges absteigen. Und dann bin ich gespannt, wie es da oben geht. Der Weg ist da schon ein wenig anspruchsvoller. Anspruchsvoller. Trittsicherheit war vielleicht nicht ganz so schlecht. Es geht dann schon ein paar Mal steil runter. Vom Abstieg jetzt von der Spinnerin sieht man ja die Wetterluken gar nicht, weil die ist da schön versteckt hinterm Fels. In umgekehrter Richtung natürlich vom Dörlspitz kommend hat man gleich den Felsspalt da im Auge. Ist dieser Weg da auf, was ist mir? Ich bin jetzt am Dörlspitz, 1589 Meter. Es ist voll heiß, aber ein kleines Lüfterl passt. Ich habe einen Weg aufgefunden, also einen Weg weiß ich nicht wirklich, ich bin querbeet einfach aufgestattet. Ist voll schön da, also alles was da herumfliegt, sind Schmetterlinge, Fliegen, Bienen, da ist nur Natur. Ich bin jetzt eh schon eine halbe Stunde herum. Und jetzt werde ich mich dann schon langsam am Weg runter machen, weil ich muss mich da jetzt wieder durch die Pampa durchschlagen. Vielleicht finde ich aber da jetzt auch einen Austritt an den Weg von oben. Vielleicht geht er ja ganz woanders runter. Keine Ahnung. Wird sich rausstellen. Panorama habe ich euch gefilmt. Seht ihr dann am Video. Also für alle, die da leider nicht aufgehen können oder wollen, die haben dann zumindest ein Video. Meine Sicht von herum.
soeben wieder den Wanderweg gefunden.